Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wir gucken wieder Shorts, ihr lasst ein Like da und wir gehen rein. Let's go. Wie viel TNT in Minecraft schafft mein 5000 Euro PC? Alle schauen ja immer, wie viel FPS ein PC in irgendwelchen neuen Spielen hat oder was für ein Score er im Benchmark erreicht. Geiles Experiment. Aber der einzig wahre Test, wie gut ein PC ist, ist, wie viele TNT-Explosionen er in Minecraft aushält. Ein TNT ist klar. Bei 10 wäre mein alter Schullaptop schon raus. Auch 100 schafft mein neuer PC easy. 1000 TNT sind auch kein Problem. 100.000 TNT. Yo, Digga, das kracht jetzt schon mal. Bitte enttäusch mich nicht. Nein, es hört einfach nicht auf zu laggen. Der Lag hat jetzt aufgehört, aber das Spiel ist jetzt verbuggt und es tauchen durchgehend Explosionen auf. Also Test nicht bestanden. Enttäuscht. Das Ding ist also nutzlos. Wer den will, kann ihn gerne bei mir abholen. Yo, einfach kurz PC abholen, weil der keine 100.000 TNT-Blöcke explodieren gleichzeitig schafft. Okay. Deutschland ist gestern aus der Basketball-EM rausgeflogen. Es war kein Basketball. Deutschland flog gestern aus der Handball-EM. Nein, es war die Fußball-EM. Aber der eine hat doch stabile Handkombination gemacht. Warum musst du das immer erwähnen? Wir schalten zu unserem Live-Reporter. Wie ihr sehen könnt, befinde ich mich zwischen Thaler Hunds, die wütend über das EM aus Deutschland sind. Seid nicht traurig, Deutschland. Wir Türken, wir werden euch rächen. Wir werden euch rächen, Bruder. Ihr habt's gehört, die Türken wollen ihre Heim-EM gewinnen. Viel Glück dafür. Und zur Aufmunterung der Deutschen haben wir die Top 3 Mark Forster-Sprüche der Woche. Mark Forster ist der Typ, der seine Sprachnachricht mit Huhu, ihr Lieben beginnt. Mark Forster ist der Typ, der alleine im Auto mit Mundschutz fährt. Also ich finde die Jokes, Digga, echt geil. Also Türkei, Heim-EM in Deutschland war schon cool. Ich wäre auf Ernst fast von der Schule geflogen wegen Bubble Tea. Ich erzähl dir jetzt wieso. Zu meiner Schulzeit war ich schon ein schlimmer Finger. Ich wohnte in einem Hochhaus und habe von meinem Balkon in weiter Entfernung mein Klassenzimmer gesehen und habe einen illegalen Laserpointer mit einem Fernglas zusammengebunden und habe dann in der Unterrichtszeit ins Klassenzimmer auf meinen Lehrer gestrahlt. Yo, mach das bitte nicht nach, ne? Das ist eine dumme Idee. Das ist auch sehr gefährlich, Leute. Ich habe genau die Glatze meines Lehrers getroffen und an dem Tag war ich natürlich krank. Und jetzt zum Bubble-Tee. Damals war man der Coolste, wenn man Bubble-Tee hatte. Noch cooler war man, wenn man die Dinger weit schießen konnte. Ich habe Habe ich noch nie gemacht. Das mit den Bubble-Tees habe ich noch nie gemacht. Diese Blasen geschossen, Digga. Safe nicht. Safe nicht an, in der ersten Woche, wo ich die Bubble Tees hatte, habe ich die Blasen garantiert nicht in den Strohhalm gezogen und auf Autos geschossen. Safe habe ich das nicht gemacht. Extra vor der Hofpause das Fenster offen gelassen, um dann in der Hofpause auf die zwei Schüler zu schießen, die dann Klassenbuchdienst hatten. Oh ja, ich konnte gut zielen, ich wurde aber zum Glück nicht erwischt, weil der Lehrer war schon sauer. Ich wäre safe, zumindest für ein paar Tage vor der Schule geflogen. Ja... Also, schwierig. Oh Junge, gib mein Pulli zurück. Geschwisterliebe. Aber was heißt das? Dass man seine Geschwister liebt. Nein, und Partnerliebe ist keine Liebe. Ich liebe dich, Girlfriend. Ich liebe dich, Boyfriend. Aber Geschwisterliebe ist wahre Liebe. Ich liebe dich, Schwester. Halt's mal los. Ja, das ist es. Liebe ist nicht gleich Liebe. Geschwisterliebe heißt Krieg. Ein Krieg um Ehre. Krieg ums Überleben. Aber Einzelkinder, ihr habt Glück. Oh mein Gott, ich hab Glück. Emily, die älteste Bitch. Thomas, das mittlere Opfer. Und Johnny, der jüngste Bitch. Bro, ich hatte mein erstes Handy mit 17 und Johnny kam schon mit dem iPhone 14 aus seiner Mutter raus. Moin, meine Eltern wissen nicht mal, wie ich heiße, aber dafür habe ich meine Ruhe. Hey, ich bin Johnny, ich fühle mich richtig krass und ich krieg alles, was ich will. Junge, was kostet mal meine Pullis? Warum kann sie meine Sachen anziehen, aber ich nicht ihre? Wer hat Geschwister von euch? Eins im Chat. Ich habe 3 Stück. Ich kann das hier zu 160% relaten. Ihr yep, genau deswegen. Meine letzte Süßigkeit, ich muss sie verstecken. So. Ich sag das Mama. Sag doch. Mama! Okay, warte. Hi. Doch, Junge, mach keine Scheiße. Bring mir das, was ich will. Oder ich sag Mama, dass du rauchst. Okay, okay, hier, Junge. Warte mal, ich rauch doch gar nicht. Der hat mich trotzdem verpetzt, der kleine Hure. Handy, du darfst nicht mit meinem iPad spielen. Doch, sonst. Sonst. Wo ist meine Mascara? Junge, wo ist mein Tisch? Wo sind meine Haare? Junge, wo ist die Tür? Aber eigentlich lieben wir uns trotzdem. Ich hasse euch. Doch, weißt du was? Scheiß auf Geschwisterliebe. Hi. Aber wenn Geschwister Probleme haben, Digga, dann wird deutlich, ne? Dann wird's deutlich. Immer so, Mann, Alter, geh raus aus meinem Zimmer, geh raus aus meinem Zimmer. Und dann kommt mein kleiner Bruder zu mir und weiß nicht, und sagt so, Digga, ich hatte gerade Ärger oder so. Und dann auf einmal, sag mir, wo der weg ist. Sag mir, wo der weg ist. Ich bring den um. Diesen, weißt du, ich mein? Safe, immer so. Immer so gewesen. Wenn, sobald in Familie Stress ist, halten auf einmal alle zusammen. Und dann wird's geisteskrank. Weil dann, ich habe zu meiner Mama immer gesagt, ich so, ey Mama, guck mal, wir sind viele Geschwister, streiten uns, aber wenn meine Schwester ein Problem hätte, theoretisch, wir fahren alle mit Auto hin und ganzes Auto ist nur mit Geschwister voll. Und dann gibt's Krach. Was ist eigentlich MrBeasts teuerstes Video? MrBeast scheut ja keine Mühen und Kosten, wenn es um seine Videos geht. Immer wieder gibt es
wir wollen uns eine Drohne kaufen, ne, für Videos. Ich war letztens mit meinen Kollegen, die im Saturn, und hatten mal geguckt, Leute, würdet ihr sowas feiern? Auch mal so bei so Videos, Digga, mal so eine Drohne einsetzen? Hunderttausende Dollar als Cashpreis zu gewinnen und die Produktionskosten landen immer wieder im sechsstelligen Bereich oder sogar höher. Doch die Top 3 teuersten Videos sind nochmal auf einem ganz anderen Level. Auf der 3 ist eins der Last to Take Handoff Videos. Der Preis? 1 Million Dollar. Doch dazu kommen natürlich auch noch die Preisgelder für den 2. und 3. Platz und die Produktionskosten. Platz 2 geht wenig überraschend an sein Squid Game Video. Neben den 456.000 Dollar Preisgeld waren für dieses Video die Produktionskosten absurd hoch. Weit über 2 Millionen Dollar flossen in dieses Video. Und auf der 1 landet sein 100 Million Sub Special. Laut seinen Angaben ist das sein teuerstes Video jemals. Und wenn das Squid Game Video schon bei ungefähr 3 Millionen war, dann merkst du selber, oder? Jo, Digga, 2 Millionen Euro für ein Video, ne? Puh. Wieso haben wir noch keine Aliens entdeckt? Immer mehr Forscher drängen jetzt auf eine neue Theorie und sie ist auf den zweiten Blick gar nicht mal so blöd. Wenn wir nach Aliens suchen, machen wir das hauptsächlich mit Radiowellen. Das Problem ist schon ganz gut, aber wenn es da draußen wirklich irgendwo intelligentes Leben gibt, ist es mit extrem großer Wahrscheinlichkeit viel höher entwickelt als wir Menschen. Es ist also anzunehmen, dass eine solche Spezies das digitale Zeitalter längst hinter sich gelassen und die Quantenmechanik mit der Relativitätstheorie vereint hat, die sogenannte Quantengravitation. Nach ihr sind schwarze Löcher die effizientesten Informationsspeicher für Quantencomputer und eine hochentwickelte Spezies würde sie dafür künstlich im Mikromaßstab herstellen. Da solche Mikrolöcher aber deutlich stärker strahlen als normale und krasse Teilchenbeschleuniger notwendig wären, um sie zu erschaffen, sollten wir zukünftig nicht mehr nach Radiowellen, nein, sondern nach besonders energiereichen Neutrinos Ausschau halten. Digga, habt ihr das gerade gecheckt, Mann? Habt ihr das gerade gecheckt? Ich bin ja, was so Weltraum angeht, komplett im Film. Yo, die haben ein schwarzes Loch erzeugt, weil du kannst da ja alles reinwerfen, was du willst. Digga, da ist so viel Masse drin. Weißt du, also was ich hier gerade gemacht habe, ihr wisst, was ich meine, ne? Das ist jetzt, ihr versteht das jetzt bitte nicht falsch, okay? Das ist einfach nur, das ist ein, ja, ihr wisst, ach Digga, scheiß drauf. Ihr wisst, was ich meine. This is pufferfish, the most poisonous fish in the world. Digga. And just one small mistake in preparation could be deadly. This was made by a professional, so it shouldn't be poisonous. Alter, das ist ein giftiger, der am giftigsten Fisch der Welt. Der giftigste Fisch der Welt, ja. You say it shouldn't be poisonous? If the chef prepared it wrong, at least we all go down together, right? I'm not sure if I want to eat this. I'm not sure either. Whether or not you eat it is completely up to you. Yo, warum muss man sowas essen, denke ich mir, ne? I feel like a little prickly. Yeah, I don't know if I'm thinking about it. Why is my tongue so heavy? I'm gonna be honest. I don't think this is worth dying over. I don't think I'm gonna swallow it. You didn't swallow it? Yeah, are you kidding me? Er hat das einfach nicht runtergeschluckt, ne? Er meint, Digga, das ist einfach nicht wert. Crazy. Ja, Menschen halt, die müssen immer alles essen, Mann. Anfassen, essen, anlecken. Speed musste 50.000 Dollar für Schäden durch Fans zahlen. Tired of paying for people cars, bro. Griechenland, das Land der Philosophen und Mathematiker. Speed ist in Griechenland unterwegs. In einer Mall ist er richtig abgegangen. Er hat einem armen Mann Essen und Trinken gekauft, alhamdulillah, und plötzlich war er in einem Streetfight. Yo, what the fuck? Wie immer wurde er von Menschenmassen verfolgt, aber diesmal hatte er die Schnauze voll. If they break the door, I gotta pay for it. I came about $50,000 out of my pocket for my fans breaking cars. I'm tired of paying for people cars, bro. Aber hey, für sein Kunstwerk hat er eine 25k Rolli bekommen. Wait, is that real? Look at this dude. Ist Döner besser als Gyros? Döner vs. Gyro. I'm sorry, Greece, but Döners are better. Richtig. No! Fightet euch in den Kommentaren. Ja, Digga, also Gyros oder Döner. Bro, halt's Maul, aber Döner, wer das nicht nimmt, Arschritze. Habt ihr auch diesen einen Freund, der immer seinen Kopf knackt? Digga, was war das denn? Ach, das war nur mein Kopf. Das hat sich aber nicht gesund angehört. Doch, doch, das muss so. Ja, da denke ich jetzt an In Comedy, ne? Tom, der knackt alles. Ach so, Digga, der Typ ist einfach ein körperliches Wrack. Ich sag's euch, wie es ist. Und es ist ja auch nicht nur so, als wenn er nur seinen Kopf knacken würde. Nö, Digi, der knackt einfach alles. Auf jeden Fall war ich gestern bei meiner Freundin und auf einmal kam ihre Mom einfach. Oh, nein, ja, dann hat sie uns einfach dabei erwischt. Das war einfach ganz, ganz anderes Level an Cringe. Der kann sein Genick, seine Finger, seinen Rücken, selbst seine fucking Füße knacken lassen. Guck mal, ich kann sogar meine Zehen knacken lassen. Das ist gottlos. Digga, einfach seine Zehen? Was haben dir deine Zehen getan? Ja, und meine Leiste auch. Boah.
Junge, sein armer Körper weiß überhaupt nicht, wie ihm geschieht. Vor allem ist es auch einfach völlig egal, wo der gerade ist. Wenn dem sein Körper geknackt werden muss, dann lässt er den knacken. Yo, Bro, übernimm mal bitte gerade das Steuer. Was? Ich muss meinen Kopf knacken. Ja, perfekt, danke. Digga, selbst beim Autofahren. Aber Freunde, ich muss ja zugeben, ich bin einfach genau diese Person. Jetzt kommt ASMR mit Lukas. Oh. Aber deswegen... Tiggi. Also ich... Hände, okay. Und vielleicht manchmal bisschen Kopf. So, aber das war's. Hier ein paar Funny Moments mit dem Freedom Squad in GTA. Ja, gucken wir mal rein. Ich muss schnell was essen. Noch mehr Müll. Nein! Wieso kommt Mount Abo hoch? Ich wollte D drücken! Verteidigt Mount Abo! Ich bin vor dir, Manu! Ich bin tot! Ich kann nicht rein! Nein! Nein! Beide tot! Ihr Scheiß! Du kleine Schlange! Sammel mich ein! Oha! Was so ein Double Sandwich! Mann! Ja! Die müssen wir retten! Der ist am Ertrinken! Und dein krasses Sixpack! Hey, ich hab ihn befreit! Du hast ihn umgebracht! Nein, ich hab ihn befreit! Wir haben ein Leben gerettet. Meine... Manu! Mir geht's gut! Warte! Nein! Aber was ist das denn? Da kommt plötzlich Pidissel! Und da kassiert Manuel, da hat er keine Chance! Oh nein! Alter, da war einer mit einer Shotgun. Jetzt müssen wir aufpassen. Ja, steig einmal. Ich will da runterspringen. Oh! Nein! Das war ja dumm. Okay, war schon witzig. Digga, was ist das? Was ist das für ein Video? Mama. Hell yeah! Das ist Digga Rand in sein Urgroßvater. Mann, ist ja geil. Hallöchen, Alas. Jugendzentrum heutzutage, Ausbilder zum Talent. So, jetzt bin ich hier richtig im Jugendzentrum? Hey, wow, wen haben wir denn da? Meine Eltern meinten, hier wäre es richtig cool. Du kommst genau rechtzeitig. Die Ausbildung geht jeden Moment los. Digga, bin ich der Einzige oder findet ihr auch, wann das im Jugendzentrum immer so komische Kinder oder so Menschen waren? Ich sag euch eins, Digga. Jutze, also so haben wir es genannt, Jugendzentrum Jutze. Es waren immer komische Kinder oder irgendwelche, die völlig viel zu alt sind, die so teilweise 18, 19, 20 Jahre sind und im Jugendzentrum chillen. Einfach nur, weil die älter sind, sind dann automatisch im Jugendzentrum ein bisschen krasser so. Bro, richtig die unangenehmen Leute so, ne? So, ihr Salamis, ich bin euer Ausbilder, Oberst Dalahun. Und heute lernen wir die Grundlagen. Als erstes das Schattenboxen. Ist das so richtig? Gar nicht schlecht, Rekrut. Du hast aber was vergessen. Dein Kampfhelm. Okidoki, Oberst Dalahun. Dann kommen wir zum Tornado-Kick. Richtig. Sehr gut. Rekruten, denkt auch immer daran, auf den Boden zu spucken. Ja, ich habe auf den Boden gespuckt. Kommen wir zur nächsten Lektion. Leute fragen, ob sie ein Problem haben. Hey Opa, haben wir ein Problem? Ja, meine Einkäufe sind mir zu schwer. Die sind aber echt schwer gewesen. Aber vielen, vielen Dank, dass du meine Einkäufe getragen hast, Minium. Ja, immer wieder gerne. Das war's dann mit der heutigen Ausbildung. Wir sehen uns dann am Stromkasten. Hey, Papa, was geht? Moin, moin. Wie war's denn im Jugendzentrum? Ja, war echt cool. Wir haben gelernt, wie man alten Leuten hilft. Okay. Endlich. POV, du willst nur in Ruhe spazieren Ruhe gehen. Im Park. Ey, Achtung! Beiseite! Junger Mann! Ihr Hund ist hier anzuleihen. Ich habe ihren Dackel hier frei rumlaufen sehen. Der hat mich verfolgt und wollte mich beißen. Wissen Sie eigentlich, wie gefährlich das ist? Dackel? Ich habe keinen Dackel. Ist das nicht Ihr Hund? Nein. Ach, nochmal Glück gehabt. Jetzt geben Sie mir was zu trinken. Nein, mein Wasser. Ich habe einen richtigen Schock, ey. Danke sehr. Naja, wollen Sie mir jetzt helfen, den Dackel zu fangen? Sicher nicht. Dann fange ich ihn halt alleine. Bro, what? Was? Wie unnötig? Hä? Trick. Hä?
Das hat mich gekillt. Das war geil. Oh, hell no. Merci. Komm her. Erstmal gucken, wie Marco STM Horror Games zockt. Was ein Loser-Kostüm! Nimm mir noch Sekt. Hey, ich hab's satt mit Halloween. Captain America steht vor der Tür, Chat. Nimm deine Süßigkeiten, viel Spaß damit. Hey, wofür klingelst du, ha? Huh? Wofür klingelst du, wenn die Tür schon offen ist? Was ist das immer für ein Kostüm, ha? Huh? Toilette! Süßes, sonst gibt's Saures. Die Süßigkeiten lass ich hier nie wieder mehr blicken, ha? Huh? Scheiß Kostüm! Was ist mein... Ey, Mann! Toilettenkostüm auf chillig. Hey, was? Süßes, sonst gibt's Saures. Hier. Ey, Bro, das Game war so scheiße. Süßigkeiten. Das Spiel habe ich schon gespielt, Ryan. Aber ist nicht zu viel, weil sonst schaffst du den Sporttest nicht, okay? Viel Spaß damit. Was ist denn das eigentlich für ein kleiner Kopf gewesen, weißt du, ich mein? Also, Digga, der hat ein erwachsenes Gesicht. Was will... Michael Myers ist vor meiner Tür, ha? Huh? Kleiner, stech mich nicht ab mit dem Messer, ja? For real, glaub noch... Es ist 24 Uhr. Welches Kind läutet um die Uhrzeit noch... Das war's short. Also legit, das hat 80.000 Likes gekriegt. Digga, Marco STM ist gesegnet. Ich sag ehrlich, das ist nicht, also auf jeden Fall nicht üblich. Crazy. Flaschen Bier sind das dann am Tag? Also ich habe heute 2 Kästen Bier getrunken. Das sind 40 Flaschen. 40 Flaschen Bier? Also richtig. Das muss man doch mal sich klar machen. Dann bist du ja ständig am Trinken und ständig auf dem Klo. Ich bin ständig, sag ich mal, auf dem Klo, habe ständig Durchfall, bin am Brechen. Da ich kein Biertrinker bin, habe ich das gerade gar nicht zum ersten Mal gar nicht so kapiert. Yo, imagine, Digga, du erzählst sowas, aber du, also das ist schon krass, Mann. 2 Kästen sind 40 Flaschen. 40 Flaschen, genau, ist unfassbar viel. Und mein Problem ist, ich bin Kraftfahrer und wie bitte? Fahre dann teilweise auch, aber ich habe bis jetzt immer wieder Glück bei der Polizei, dass ich nicht aufgefahren bin. Du fährst noch Auto mit, wenn du so viel getrunken hast? Also jetzt nicht bei 40 Flaschen, wenn ich weiß, dass ich fahren muss, trinke ich natürlich weniger, ist klar. Ja, wie viel trinkst dann du denn? Dann tue ich vorher meinen Rausch ausschlafen und gehe dann nachts halt arbeiten. Digga, diese Stories von Domian, die sind auch immer wild, aber ich weiß auch nicht, ob das alles so, also ehrlich, ich weiß nicht, ob das alles so wahr ist, ne? 40 Flaschen Bier am Tag, Mann, das ist schon sehr, sehr doll, weißt du? Und ich habe jetzt ja auch schon viele Obdachlose damals gehabt und so, als ich bei der Polizei war. Und ja, also mit 40 Flaschen Bier, Digga, hätte er eigentlich nicht so geredet, wenn der die jetzt genommen hätte. Deswegen schafft man auf jeden Fall. Ja, schafft man, aber dann würde man nicht mehr so reden. Das kann ich dir garantieren. Auch wenn man eine Alkoholtoleranz aufgebaut hat, die Leute reden dann so richtig verwaschen und so. Das, da kann irgendwas nicht stimmen in der Story. Daddy. Dem Typen Führerschein abziehen, solche Leute gefährden dann den Verkehr, ja. Also man kann jetzt da natürlich viel sagen, gefährden den Verkehr, nicht so cool. Aber der Typ hat gerade so ein Problem geöffnet, ne? Das darf man immer nicht vergessen. Denno, wieso hilft die Polizei keinen Obdachlosen? Soll ich dir mal sagen, wie ich zu dem Thema Obdachlosen stehe, Bro? Soll ich dir mal echt sagen, ich gebe Obdachlosen kein Geld? Warum nicht? Hast du eine Idee? Warum gebe ich Obdachlosen kein Geld? Weil sie sich Drogen holen und so. Nö. In Deutschland, wenn du in ich gebe Obdachlosen im Ausland Geld, okay? In Amerika oder so, da ist was anderes. Die können arbeiten gehen, aber sitzen nur rum. Nein, nicht mal das. Bro, die können einfach Hartz IV beantragen. In Deutschland musst du nicht mal arbeiten, um Geld zu bekommen. Die, also, du kannst jetzt mit mir pauschal darüber diskutieren. Ja, aber jeder hat von denen wahrscheinlich ein Problem oder so. Ja, das ist richtig. Das stimmt. Kann sein, dass der eine alkoholabhängig ist, kann sein, dass der andere einen Tod nicht verkraftet hat oder. Okay, da gehe ich mit. Aber du musst nicht arbeiten gehen, du kannst dich ausruhen und musst halt nur die Pflichten vom Amt und so weiter wahrnehmen. Und wenn du das nicht mal gebacken kriegst, die, ganz ehrlich, dann hast du selber Schuld. Ich kenne Leute, die arbeiten 8 Jahre lang nicht in ihrem Leben, kriegen nur Geld vom Amt. Es gibt's. Ich find's auch nicht gut, aber lieber so, als dann obdachlos zu sein
Und die Leute, die obdachlos sind, sind weder zum Amt gegangen, noch haben die irgendwas anderes gemacht, um dann halt am Ende des Tages auf der Straße zu landen. Und ja, es gibt immer Einzelfälle und Schicksale, wo man halt darüber reden kann, diskutieren kann. Aber die meisten Obdachlosen sind einfach Leute, die der Gesellschaft auf der Tasche trotzdem noch liegen. Die liegen dann in der Bank und scheißen sich da voll oder kotzen einfach in die Bank hin und dann gehen die halt raus, Digga, und saufen sich halt wieder rein. Das ist halt, weiß ich nicht, Digga. Solchen Menschen gebe ich halt kein Geld. Und soll er sich Hilfe suchen? Und wenn man zu dumm ist dafür, das einzusehen, dann tut's mir leid. Ich habe selber schon eine Spielsucht durch, die hätte mich auch eigentlich auf die Straße bringen müssen. Aber am Ende des Tages kratzt man dann halt die Kurve, weil man irgendwann dann natürlich weiß, so, Digga, es geht nicht. Also ich habe da nicht so viel Verständnis. Kann auch sein, dass es ein bisschen kalt ist von mir, aber ich habe die Diskussion schon öfter gehabt. Denno, das, was die bekommen, ist ein kleiner Joblohn, das ist heftig. Ja, also die bekommen eine Bude bezahlt. Wenn die einfach ganz normal zum Amt gehen, bekommen die eine Bude bezahlt plus Geld für was zu essen. Digga, Hartz-IV-Empfänger haben es teilweise sogar besser als Leute, die arbeiten gehen. Und dann soll ich denen noch was geben? Safe nicht. Ich kannte mal einen, der war ein Millionär und hat trotzdem auf der Straße gebettelt. Kann ja sein, wenn es einem Spaß macht. Ja, kann sein. Was darf man alles mit 15? Da bin ich aber gespannt. Du darfst ab 15 Jahren arbeiten. Hä, darf man nicht sogar schon mit 13 oder 14? Du darfst dann maximal 8 Stunden am Tag jobben und nicht mehr als 40 Stunden in der Woche. Ab 15 darfst du deinen AM-Führerschein machen und dann auch mit den entsprechenden Fahrzeugen fahren. Den Führerschein konntest du übrigens auch mit 14,5 schon beginnen. Damit dürftest du zum Beispiel einen Roller fahren mit 45 km/h Höchstgeschwindigkeit. Würde ich meinem Kind ermöglichen, alles sofort, damit mein Kind direkt mit 16er selbstständig wird. Aber auch dieses interessante dreirädrige Ding hier mit 270 Kilogramm Leermasse und sogar Quads und Minicars, die aber auch nur maximal 45 km/h schnell sein dürfen. Ärzte müssen bei entsprechender Einsichtsfähigkeit von dir die Eltern nicht mehr über jede Behandlung informieren. Es kommt aber sehr auf den Einzelfall an. Mit 15 kannst du schon diverse Sozialleistungen beantragen und auch entgegennehmen. Dein gesetzlicher Vertreter muss aber trotzdem informiert werden. Und dein Taschengeld sollte mit 15 zwischen 31 und 39 Euro liegen. What the fuck? Safe nicht. Coole Eltern sind aber deutlich wichtiger als das. Ja, 31 bis 39 Euro mit 15? Was soll ich mir davon kaufen? 3 Döner in Wien? Yo, das reicht ja vorne und hinten nicht. Dann lass hier kurz parken. Deine Freund, der immer am Kleckern ist. Und drinnen essen. Oh nee, kein Bock jetzt aufzustehen. Lass einfach in Drive-In und dann essen wir hier im Auto. Oh, ich erinnere mich noch an letzte Mal, wo du mein ganzes Auto vollgekleckert hast. Ach, ich pass auf, keine Angst. Chat, ich muss leider was gestehen. Das bin ich. Na gut, wir können hier drin essen, aber wir müssen echt aufpassen, weil das ist das Auto von meinem Vater. Wir dürfen hier echt nicht kleckern. Ja, wir sind vorsichtig, alles gut. Oh nee. Oh, das ist jetzt blöd. Nee, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Was haben wir denn vor 2 Minuten besprochen? Ist doch nur aufs T-Shirt. Ist nicht das Auto. Das geht wieder raus. Wirklich. Das ist übrigens mein T-Shirt, was ich dir vorhin ausgeliehen habe. Schon vergessen? Entspann dich. Ich mach das zu Hause sauber. Das geht wieder weg. Oh, pass wirklich auf, bitte. Mann. Oh. Hast du irgendwie Servietten oder sowas? Ey, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Obwohl, ich brauch doch keine. Geht schon so raus. Alles gut. Digga, kannst du einmal vernünftig essen, ohne zu kleckern? Was kann ich dafür, wenn ich das Ding so vollgehauen habe? Du kennst meinen Vater. Wenn der das sieht, der rastet aus. Also pass dich bitte auf. Sorry. Tut mir leid. Oh. Yo, sorry. Und dann fällt noch was runter. Sofort eine reinhauen. Nee, Digi. Also das bin ich. So oft, dass ich irgendwie einen Kaffee trinke und so und dann auf einmal, Digga, Krise-Rip, irgendwas. Irgendwas ist halt immer. Leute, das war's wieder mit einigen Shorts. Hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like, der Kuss. Euer Denno out.